Herzlich willkommen beim Gastronaut Kurt Höller hier bei Kurti inspiriert, heute im Februar 2021. Mein heutiges Thema ist: Überrasche andere Menschen. Das ist Wertschätzung pur. Und zwar habe ich gestern Folgendes gemacht. Ich war beim Joggen in der Nähe von meinem Steuerbüro und dann denke ich mir, ah ja, man könnte doch mal den Steuerbüro, die sind ja momentan Steuerbüro, Steuerkanzlei, die sind ja alle hier am Absaufen, weil die so viel zu tun haben mit der Überbrückungshilfe 1, 2. Keiner kennt sie eigentlich richtig aus. Von der Bundesregierung kommen tägliche Änderungen. Und dann denke ich mir, zum Durchhalten habe ich eine Pizza bestellt, vegetarisch, weil da natürlich Mädels arbeiten, die da auf ihre Figur achten. Auch der Inhaber natürlich hat dann einen Salat dazu. Und auf dem Pizzakarton habe ich draufgeschrieben, herzliche Grüße zum Durchhalten, guten Appetit vom Gastronaut Kurt Höller. Das habe ich gemacht und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die waren natürlich total überrascht, weil wer rechnet mit sowas, wer macht sowas? Immer ABC, anders, besonders clever wie die anderen. Sowas könntest du machen, indem du einfach deine Agentur, deine Lieben, deine Freunde, deine Nachbarn, deine Familie, Geschwister, oder vielleicht mit jemandem, wo du vielleicht gerade Streit hattest oder nicht eine Meinung bist, eine Versöhnungspizza liefern oder irgendwas anderes, Nettes, Verpacktes von einem Lieferservice an deinem Ort, an dem Ort deines Vertrauens. Sowas kannst du machen. Das ist kein riesiger Aufwand. Und das ist auch nicht mit großen Kosten verbunden. Und das ist auch Wertschätzung pur. Probier das einmal. Du wirst schauen, es wirklich versetzt Berge und Wertschätzung gebe ich gerne, weil es kommt natürlich auch immer wieder einmal ein bisschen was dann auch zu dir zurück. Also mein Wertschätzungstipp heute im Februar 2021 an dich. Überrasche andere Menschen, die es nicht vermuten, hier mit tollem Panoramablick vom hier Orlinger Höhe heißt das bei uns. Das ist ein kleines Kirchel hier mit Blick auf Rieksee. Hinterhalb ist Murnau zu sehen. Die kleine Spitze ist die St. Nikolaus-Kirche. Dahinterhalb natürlich das Panorama mit Garmisch-Partenkirchen, Zugspitze, Alpspitze. Und linke Seite Eschenlohe mit Grottenkopf. Der Rieksee ist der zweitgrößte See hier im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Staffelsee ist ja klar, kennt ihr, 20 Kilometer Umfang. Rieksee der zweitkleinste oder zweite See nach dem Staffelsee. Herzliche Grüße zu euch und haltet durch. Es wird wieder und glaub an dich, glaub an die anderen und sei motiviert und fokussiert. Und ich schaff's auch nicht immer, aber meistens. Also, liebe Grüße.